Hallo, ich bin Carsten in Masserberg und diesmal eine etwas andere Begrüßung. Ich stehe hier an der Werraquelle. Mein Plan ist, jetzt den Werra-Burgensteig in Angriff zu nehmen. Ja, der Weg, der geht hier an der Werraquelle bei Masserberg los und ich habe geplant, die ca. ersten 130 Kilometer des Weges zu gehen, also bis Breitungen. Wenn es mir gefällt, dann werde ich bestimmt irgendwann mal die Tour weiterlaufen, weil insgesamt sind es, ich glaube, 330 Kilometer bis an die Werra-Mündung bei Hannover-Schmünd. Und ja, die Wegbezeichnung oder Wegmarkierung ist die X5. Und wer dann noch Lust hat, weiterzulaufen, kann dann den hessischen Werra-Burgensteig weiterlaufen, ist dann der X5H. Das sind dann auch nochmal circa, wenn ich mich nicht irre, 150 Kilometer. Also insgesamt kommt man auf fast 500 Kilometer, wenn man den kompletten Werra-Burgensteig laufen will. Ja, ich bin gestern angereist, habe in der Pension in Masserberg übernachtet und ja, bin dann die circa 3 Kilometer jetzt zur Quelle gelaufen und ja, mein Rucksack steht da noch am Rand. Ich werde mich so langsam fertig machen. Meine Eltern, die haben mich nach hierhin gebracht, nach Masserberg gebracht. Die haben auch in der Pension übernachtet, sind auch mit mir hier zur Werraquelle gekommen, zum eigentlichen Start der Tour. Begleiten mich jetzt noch ein kleines Stückchen und bis wieder zurück zum Rennsteig, und am Rennsteig trennen sich dann unsere Wege. Ja, die heutige Etappe, die geht dann nach Eisfeld. Da bin ich dann auch in der Pension. Ich lasse mich mal überraschen, was der Tag so bringt. Also, wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach mit. An der Werraquelle geht es direkt los durch den schönen Wald hier. Ja, bin ja schon ein paar Mal über den Weg hier gelaufen, aber gleich kommt dann für mich Neuland. Am Herrenstein haben meine Eltern mich jetzt verlassen. Die gehen jetzt wieder Richtung Masserberg und machen sich einen schönen Tag hier im Thüringer Wald, und die bleiben da auch noch. Und ja, für mich geht es dann jetzt weiter Richtung Eisfeld, beziehungsweise zuerst Richtung Eisfelder Ausspanne. Und zwar geht das erste Stück hier auch überm Rennsteig durch den hier wirklich wunderschönen Wald. Ja, bin noch guter Dinge, auch wenn es schon ordentlich warm ist heute. Wir sollen es heute 32, 33 Grad bekommen. Ja, da werde ich schon ganz schön schwitzen. Vor allen Dingen, weil die erste Etappe gute 24 Kilometer lang ist und gute 3 Kilometer musste ich heute auch schon zur Werraquelle wandern. Ja, da kommen wir schon so auf 27, 28 Kilometer heute am ersten Tag. Und das bei den Temperaturen. Ja, weil es ja insgesamt die Woche so warm sein soll, habe ich mir extra auch ein paar Elektrolyte eingepackt. Mache ich zwar normalerweise nicht, aber ich denke mal, bei den Temperaturen werde ich mehr schwitzen als sonst, viel mehr, und denke mal, ist es nicht verkehrt, so ein bisschen Zuckerwasser dabei zu haben. Ja, ich würde sagen, ich sehe mal zu, dass ich jetzt mal ein paar Kilometer mache und wir sehen uns zwischendurch. Ja, dann der nächste wichtige Punkt ist hier die Eisfelder Ausspanne. Und noch sind wir hier am Rennsteig. Aber soweit ich weiß, trennt sich hier. Nee, hier trennt sich noch nicht die Wege. Hier geht es noch ein Stück parallel. So, dann gehen wir mal langsam weiter. Wir haben schon 10 Uhr. Naja, aber hier geht es auf jeden Fall schön schattig weiter, das ist schon mal gut. Ja, jetzt stehe ich hier schon wieder an der Werraquelle. Ja, jetzt könnte man meinen, das sieht ja ganz anders aus. Dem ist auch so. Und zwar ist es so, dass sich die Leute hier in der Gegend streiten in Anführungsstriche, wer nun die richtige Werraquelle in seiner Gemeinde hat. Und so gibt es offiziell 2 Werraquellen. Die eine bei Masserberg, die andere halt hier. So, ich gehe dann mal weiter. Ja, jetzt geht es hier auf einmal ewig lang an der Straße entlang. Das finde ich ja jetzt natürlich nicht so toll. Bin jetzt auf den letzten, weiß ich nicht, 7 Kilometer oder was von der ersten Etappe. Ja, auf einmal kommt man in den Ort und dann geht es die ganze Zeit an der Straße entlang. Das finde ich jetzt für einen Fernwanderweg unpassend. Bis jetzt war ja eigentlich ein schöner Weg, wobei habe ich heute bis auf Werraquelle, sage ich jetzt mal so, die Werra nicht gesehen und Burgen oder sowas habe ich auch nicht gesehen. Ja, es ist so duster. Es ist noch gar nicht so spät. Erst, weiß ich nicht, 2:45 oder so. Weil es zieht sich langsam zu. Es donnert schon, ja, schon ein paar Stunden eigentlich. Hört man in der Ferne immer wieder Donner. Ja, ich lasse mich mal überraschen, ob ich noch trocken bis zur Pension gleich komme. Ja, jetzt mit der GoPro. Also wie ihr seht, ich habe den Poncho an, ich bin nicht trocken geblieben. Ja, was sollst du machen? Kurz vorm Ziel noch den Hintern nass gekriegt. Aber so ist es. Wer das nicht ab kann, der bleibt zu Hause. Naja. Ja, da ich gestern Abend hier mitten im Gewitter in Eisfeld angekommen bin, habe ich natürlich nicht mehr viel gefilmt, beziehungsweise gar nicht mehr gefilmt. Ich war auch ein bisschen kaputt. Darum bin ich jetzt hier nochmal zum alten historischen Marktplatz in Eisfeld gegangen, um euch hier nochmal so ein paar Impressionen zu zeigen.